Herr Wolf, heute tagt der NSU-Untersuchungsausschuss. Was erwarten Sie sich davon? Zunächst einmal werden wir darauf achten, dass wir die Themen, die jetzt auch diese Woche neu hochgekommen sind, also gerade die Frage, ob im unmittelbaren Umfeld des Terrortrios ein V-Mann auch geführt worden ist vom Bundesamt für Verfassungsschutz, sind Fragen, denen wir nachgehen. Auf der anderen Seite werden wir natürlich nüchtern und konsequent unsere Arbeit jetzt am heutigen Tage auch weitermachen. Und hier geht es im Wesentlichen darum, welche Vorfälle haben dazu geführt, dass es zu einem Sprengstoffanschlag in Köln gekommen ist mit mehr als 20 Opfern. Wie haben damals die Behörden reagiert? Wie weit hätte man möglicherweise Erkenntnisse haben können über ausländerfeindliche Bezüge? Und warum hat damals Innenminister Schilly und der Innenminister Behrens aus Nordrhein-Westfalen sehr schnell jeden ausländerfeindlichen Hintergrund damals abgelehnt, einen Tag bereits nach der Tat? Das sind Fragen, die sich stellen. Auch zum Beispiel, warum das Bundeskriminalamt hier nicht in Richtung rechtsextremistische Taten ermittelt hat, sondern das Bundeskriminalamt im Wesentlichen in Richtung organisierte Kriminalität, türkenorganisierte Kriminalität ermittelt hat. Des Weiteren werden wir einen Zeugen hören vom Bundesnachrichtendienst. Die ganzen Vorgänge um die NSU-Terrorgruppe zieht immer weitere Kreise. Wo wird das enden oder wo geht es weiterhin? Was erwarten Sie sich noch? Was kommt noch alles raus? Also langsam habe ich schon den Eindruck, dass wir uns auf dem Weg in ein Kafka-eskes Romanfigur hin bewegen, dahingehend, dass immer mehr Labyrinthwege sich auftun, immer mehr Türen aufgehen und hinterher noch nicht klar ist, wo das hinführen wird. Wir haben immer neue Spuren, wir haben immer neue Erkenntnisse, die dazukommen, wir haben immer mehr Aufklärungsbedarf. Die Zeit drängt, bis zum Ende der Legislaturperiode zu Ergebnissen zu kommen. Umgedreht, die Fülle wird nicht weniger. Gerade heute wurde bekannt, dass aus Thüringen noch zusätzlich etwa 1000 Aktenordner zusätzlich dazukommen. Wo letztendlich dann, wann, welche Spuren weiterverfolgt werden können, das ist noch nicht richtig absehbar. Entscheidend ist, dass wir alles Mögliche tun werden, gerade seitens der FDP-Fraktion hier, deutlichen Druck in Richtung Aufklärung zu erheben. Für uns sind die wesentlichen Schwerpunkte Aufklärung, Ermittlung auch der rechtsextremistischen Strukturen. Wir wollen auch die Sicherheitsarchitektur auf den Prüfstand stellen, anhand der Erkenntnisse, die wir hier gewinnen. Und ein entscheidender Punkt ist auch zu sehen, wie wir in Zukunft besser mit Opferfamilien und Opfern umgehen können. Das sind die wesentlichen Schwerpunkte, die wir auch in den nächsten Sitzungstagen mit Sondersitzungen, die dazukommen, im Fokus haben. Sind Sie schon erste politische Verantwortliche? Wir werden zunächst einmal nüchtern und sachlich versuchen, die Fakten zu schaffen und die Fakten aufzuarbeiten. Aufklärung ist da Priorität 1. Aber dann, wenn wir auch die Fakten haben, werden wir selbstverständlich über die Verantwortlichkeiten reden müssen. Wir müssen zusehen, dass wir einerseits die parlamentarische Kontrolle verbessern, aber andererseits auch sicherstellen, dass in Zukunft keine Sicherheitslücken durch Zuständigkeitsdiskussionen und Ressortegoismen entstehen.